Auf dem Areal des ehemaligen Lessing-Gymnasiums sind wieder Bagger unterwegs. Dabei handelt es sich um Restarbeiten zur Beräumung, heißt es aus dem Hoyerswerder Rathaus. Ein Teil des Geländes war für eine Schneckenstudie belassen worden. Im September wollen die Versorgungsbetriebe mit der Medienverlegung am künftigen Eigenheimstandort beginnen. Vorab am 11. August gibt es dazu im Rathaus eine Bürgerversammlung mit Erklärung zum Bebauungsplan.